So ist das also. Wer keine Schulden macht, ist ein Nazi. Ja? Wissen Sie was, Herr von Wagner, bei Ihren geistigen Verrenkungen, um nur ja mehr Schulden machen zu können, fürchte ich, dass Sie sich Ihren Frontallappen gezerrt haben. Ja? Wir brauchen keine Schulden, nicht noch mehr, denn wir haben Geld, jede Menge Geld. Vielleicht darf ich Ihnen mal zeigen, dass wir letztes Jahr Rekordsteuereinnahmen in diesem Land hatten von 916 Milliarden Euro. Ja, aber Herr Merz, es ist kein Wunder, dass wir Rekordsteuereinnahmen haben, weil wir haben ja auch so viel erwirtschaftet wie noch nie, nämlich über 4 Billionen Euro. Das ist quasi ein Rekordwohlstand. Junger Mann, fokussieren Sie sich auf die Rekordsteuereinnahmen. Herr Merz, wir haben praktisch jedes Jahr Rekordsteuereinnahmen, weil wir nämlich jedes Jahr im Grunde Rekordwohlstand haben. Und warum? Weil Deutschland im Grunde jedes Jahr wächst. Das ist wie bei Ihnen, Sie wachsen ja auch. Sie haben ja auch dieses Jahr wieder ein Rekordalter erreicht. Adenauer war 73, als er Kanzler wurde. Die reine Zahl sagt gar nichts. Ja, das behalten wir mal. Die reine Zahl besagt gar nichts. Das ist wie bei den Schulden. Also die Tragfähigkeit von Schulden hängt nicht von der reinen Zahl der Schulden ab. Sondern die Schulden werden immer gemessen in Relation zur Wirtschaftskraft, in dem Fall das Bruttoinlandsprodukt von Deutschland. Das ergibt dann die Schuldenquote. Und die ist in Deutschland in den letzten Jahren gesunken. Mir ist klar, dass Sie in dieser linksextremistischen Unterhaltungsshow versuchen, Schulden zu relativieren. Ich aber sage, die Schulden müssen runter. Okay, dann probieren wir das mal. Ja, machen wir das hier mal Zahlen mit konkreten Zahlen. Die Schuldenquote muss runter. Was machen wir das? Wie machen wir das? So, jetzt wird es Zeit, Ihren Frontallappen mal zu lüften, auszuhängen. Das ist nun wirklich simpelste Mathematik, nicht wahr? Wenn das dann niedriger werden soll, macht man beim Zähler einfach eine kleinere Zahl. Die Schulden also runter. Oh. Okay, dann probieren wir doch das mal. Dann sparen wir da mal. Mein Gott, was war das denn? Naja, die Bevölkerung war sauer wegen ihrer Sparpolitik und hat demonstriert. Sie können natürlich auch die Schuldenquote reduzieren, indem Sie hier die Wirtschaftskraft steigern. Probieren wir das doch mal lieber. So, guck mal, genau. Ja. Oh Mann. Träumen Sie weiter. Sie haben offensichtlich noch nicht bemerkt, dass Ampeldeutschland, nicht wahr, die schlechteste wirtschaftliche Entwicklung aller Industrienationen hat, und zwar weltweit. Nee, Argentinien ist schlechter. Und wissen Sie warum? Weil Argentinien gerade eine exzessive Sparpolitik fährt. Zugegeben, der Präsident von Argentinien hat derzeit auch einen ganz besonders interessanten Frontallappen. Wo Sie recht haben, Herr Merz, wir wachsen nicht. Aber das ist interessant, dabei haben wir doch diese angeblich allein selig machende Schuldenquote, niedrige Schuldenquote von unter 30% des EU-Durchschnitts. Der Durchschnitt kann für uns kein Maßstab sein. Was ich sagen will, vielleicht wachsen wir zu wenig, weil wir zu viel Schulden abbauen und zu wenig investieren. Gucken Sie mal, man sieht jetzt hier, wie viel andere EU-Staaten in Infrastruktur investieren. Hier sieht man unsere Infrastrukturinvestitionen. Fast schon putzig, wie Sie hier krampfhaft versuchen, einen Zusammenhang darzustellen zwischen Abbau der Staatsschulden und einer angeblichen Investitions- oder Wirtschaftswachstumsschwäche. Das ist keine putzige. Den Zusammenhang gibt es. Selbst das IFO-Institut sagt ganz klar, es hat vor allem damit zu tun, mit den sinkenden Staatsausgaben, dass wir einen Rückgang der Wirtschaftsleistung sehen. Und das IFO-Institut, das ist von linken Fantasien so weit entfernt wie Joe Biden von seiner Geburt. Jetzt hören Sie mal zu, Sie Schuldenjunkie. Wir haben uns doch nicht aus Jux und Dollerei, nicht wahr, EU-weit strenge Regeln zur Begrenzung der Staatsschulden gegeben. Ja, hier, nämlich eine maximale Schuldenquote von 60%, ja? Eine maximale jährliche Neuverschuldung von 3% und eine maximale strukturelle Neuverschuldung von 0,5%. Das ist der Teil der Neuverschuldung, der nicht durch Konjunkturschwankungen verursacht wird. Sind Sie noch dran? Gut. Das sind Meilensteine solider Finanzpolitik, nicht wahr? Auf Anregung meiner Partei eingeführt, nicht wahr? Diese Zahlen basieren auf ökonomischem Sachverstand, auf streng wissenschaftlicher Berechnung. Ja, also hier bei den 60%, da hat man halt mal den Durchschnitt genommen.
Ja, man hat sich gefragt, wie ist denn der Durchschnitt gerade in der EU bei der Schuldenquote? Und der war gerade 60. Fertig. Das klingt für mich immer noch vernünftig. Och, Sie sagten doch, dass der Durchschnitt für uns kein Maßstab sein darf. Ich habe das Gefühl, Sie versuchen mich durch Zitieren zu diskreditieren. Lassen Sie das bitte, sonst muss ich plötzlich aufpassen, was ich sage. Was ich sagen will, es geht doch nicht um die reine Zahl hier wieder. Sondern Sie können auch als Staat mit der Schuldenquote von 100% oder über 100% wie die USA glücklich werden. Oder 250% wie Japan. Es kommt auf die Wirtschaftskraft an. Ja, erwischt, nicht wahr? Denn eine solche Wirtschaftskraft haben wir im Moment ja nicht. Ja, weil wir zu wenig Schulden machen und zu wenig investieren. Ja, wegen der Defizitregel, nicht wahr? Der jährlichen Neuverschuldung, die auf 3% begrenzt ist. Diese Zahl wurde mit ökonomischem Sachverstand auf Basis streng wissenschaftlicher Regeln errechnet. Ja. Das ist ganz interessant, das haben sich Franzosen ausgedacht. Ja. Ja, im französischen Finanzministerium, man brauchte noch eine Zahl, die solide klingt und den französischen Haushalt nicht überfordert. Und warum 3? Weil es spät war. Das ist kein Witz, das ist das Originalzitat von französischen Beamten, der das erfunden hat. Gut, was erwarten Sie auch von Leuten, die 4 Stunden Mittagessen? Oh Gott. Aber diese Zahl hier, die unten, 0,5%, ja. Ich meine, die wird doch wohl mit ökonomischem Sachverstand auf streng wissenschaftlicher Basis errechnet worden sein. Ja. Sagen wir mal so, der strukturelle Anteil davon wird schon mit komplexen Formeln geschätzt. Weil unklar ist, wie man es eigentlich messen sollte. Na gut. Zum Glück haben wir in Deutschland eine Extraregelung mit maximal 0,35% struktureller Neuverschuldung. Ich meine, da spürt man förmlich den ökonomischen Sachverstand, mit dem diese Zahl auf der Basis von wissenschaftlichen... Ja. Also schauen Sie, die Schuldenbremse, das war ein Kuhhandel zwischen Bund und Ländern. Ja, es war spät. Und man brauchte einfach noch ein Ergebnis für die Föderalismuskommission 2009. Mhm. 0,35% ist aber auf alle Fälle ein Ergebnis. Und es ist auch streng wissenschaftlich, sonst hätte es ja keine 2 Stellen hinterm Komma. Okay. Also, ja, wichtig ist einfach nur, dass wir nicht mehr Schulden machen dürfen. Ja, es sei denn, es läuft nicht so gut. Rezession zum Beispiel, da darf man ganz offiziell mit der Schuldenbremse mehr Schulden aufnehmen, um in die Wirtschaft zu investieren. Das nennt man die sogenannte Konjunkturkomponente. Mir ist egal, wie es heißt, Hauptsache es ist nicht allzu groß. Ja, es kommt drauf an. Auf was kommt es an? Ja, auf Wirtschaftspotenziale und... Oh Gott, das muss ich ganz bei Null anfangen. Gell? Okay, gucken wir mal. Probieren wir mal. Hier, das sehen Sie, das ist die Wirtschaftsentwicklung in Deutschland, die reale. Ja, hier sieht man auch quasi die Corona-Krise. Und jetzt gucken Sie mal hier. Das ist die potenzielle, ja, die potenzielle Wirtschaftsleistung von Deutschland, wie sie gelaufen wäre unter, sagen wir mal, idealen Bedingungen. Können Sie mir soweit folgen? Selbstverständlich kann ich Ihnen da folgen. Ich bin ja schließlich auch potenziell der ideale Kanzler, auch wenn es real nie danach aussieht. Okay, passen Sie auf. Bleiben Sie bei mir, Herr Merz, gucken Sie mal. Also, durch die ganzen Krisen jetzt, ja, liegt unser Wirtschaftspotenzial, unsere Wirtschaftsleistung um 7% unter dem, was wirtschaftlich möglich gewesen wäre. Die Regierung darf alleine aufgrund der Konjunkturkomponente, dürfte sie eigentlich 60 Milliarden Euro zusätzlich Schulden aufnehmen, um diese Lücke zu schließen. 60 Milliarden, aber ja, das ist doch ziemlich genau die Summe, die der Ampelkoalition aufgrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichts zum Haushalt nicht zur Verfügung stand. Und diese Summe hätte man einfach so als Schulden aufnehmen können, ohne mich vorher zu fragen. Wissen die das? Ja, und deswegen machen Sie folgenden Trick. Schauen Sie mal hier. So, die rechnen nämlich jetzt und sagen, hier, nee, hier, unser Potenzial liegt jetzt hier. Weil durch die ganzen Krisen das Potenzial, was die Vorgänger-Bundesregierung noch gesehen hat 2019, das wäre komplett zerstört. Und deswegen liegt unser Potenzial jetzt hier. Und durch die Konjunkturkomponente darf Deutschland wegen dieser pessimistischen Auslegung jetzt nur 6,4 Milliarden Euro zusätzliche Schulden machen. Das ist immer noch eine stolze Summe, Sie Schuldenhippie.
eine stolze Summe. Schauen Sie mal, allein der Investitionsbedarf bei den Kommunen im Verkehrsbereich, der beträgt 372 Milliarden Euro und wir rechnen uns hier künstlich schlecht. Na, vielleicht hat die deutsche Wirtschaft einfach nicht mehr Potenzial. Oh, nein, doch, doch, es gibt doch ganz viele Menschen, die noch mehr arbeiten wollen würden. Teilzeitkräfte, hier Arbeitslose, Frauen. Gut, da muss ich Ihnen allerdings recht nehmen, das ist ein Skandal. Die müssen alle arbeiten. Ja. Aber laut der Produktionslückentheorie, die das Wirtschaftsministerium anwendet, um das hier alles zu berechnen, da braucht es diese Arbeitslosigkeit. Die wollen Arbeitslosigkeit, weil sie sonst sagen, sonst würde die Inflation steigen. Lassen Sie mich vielleicht noch einen Versuch wagen. Kann es sein, dass diese Theorie mit ökonomischem Sachverstand auf der Basis von strengen wissenschaftlichen... Ja. Tatsächlich? Ja, widerlegt worden ist. Ja, man spricht in der Fachwelt vom Output-Lücken-Nonsens. Das klingt in der Tat nicht so wissenschaftlich, wie ich das erhofft habe. Ja, nee. Die amerikanische Notenbank hat sich von der Theorie schon verabschiedet. Ja, wozu auch? Ich war, wer hat schon Zeit, sich den ganzen Tag mit Nonsens zu beschäftigen? Ja, Beamte im Bundeswirtschaftsministerium. Das heißt, die Ampel hätte selbst mit der Schuldenbremse gar kein Problem zu finanzieren, wenn nicht Beamte die finanziellen Spielräume einschränken würden. Jetzt haben Sie es endlich verstanden. Wo kann ich mich bei den Staatsdienern bedanken? Oh nein. Herr Merz, das Haushaltsrecht ist das Königsrecht des Parlaments. Eigentlich müssen Volksvertreter darüber entscheiden, wie viel und wo investiert werden soll. Stattdessen rechnen irgendwelche Technokraten im Keller vom Wirtschaftsministerium mit Nonsensformeln aus, wie wenig wir ausgeben dürfen. Ach, machen Sie sich mal nicht in Ihren Pulli, der saugt auch nicht alles auf. Sie können an der Schuldenbremse ohne meine Zustimmung ohnehin nichts ändern. Jetzt, wo Sie es so sagen... An der Schuldenbremse nicht, aber die Konjunkturkomponente, die steht nicht in der Verfassung. Das ist ein einfaches Gesetz, da brauche ich keine Opposition. Das braucht eine Regierungsmehrheit. Da muss ich einfach nur Christian Lindner überzeugen. Ja, aber der ist doch auch in der Opposition. Hören Sie, und ich rate Ihnen eins. Was denn? Verwenden Sie in diesem Fall auf keinen Fall ökonomischen Sachverstand auf streng wissenschaftlicher Basis. Bei Christian Lindner sowieso nicht. Aber ich weiß genau den richtigen Mann für den Job. Herr von Wagner, wir haben was vergessen. Was denn? Na, das Abo und die Glocke. Was? Dann war das hier alles ganz umsonst? Ich fürchte ja. Aber vielleicht wissen unsere Zuschauer ja auch selbst, wo sie abonnieren können. Mann, dass sie jetzt noch zwei weitere Videos gucken können. Stimmt. Unsere Zuschauer sind ja sehr klug.